Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Kürzlich hieß der Vers des Tages folgendermaßen: Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6. Und wir müssen alle lernen, Gott zu vertrauen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen, dass du Gott vertraust. Wir haben heute das Thema: Jesus überrascht mit seiner Nähe. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de im Chat, und das Telefon ist heute nicht besetzt. Jesus überrascht mit seiner Nähe. In Johannes 14, Vers 16 steht: Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Ich glaube, wir kennen alle diese Stelle und wissen, dass es der Heilige Geist ist, der in uns wohnt, in jedem wohnt, der Ja zu Jesus gesagt hat, der mit Jesus lebt. Mir gefällt eine englische Übersetzung von diesem Vers, da heißt es: Ich werde dich überraschen mit meiner Anwesenheit. Wir kennen das in unserem Leben, wenn jemand, den wir sehr, sehr gerne haben, uns überrascht, wenn er auf einmal da ist und sagt: Boah, mit dir hätte ich nie gerechnet, du bist jetzt da. Und so können wir es auch wirklich mit Gott. Er ist der, der uns überrascht mit seiner Nähe. Möchtest du überrascht werden, oder ist dein Gott für den Sonntagsgottesdienst vorgesehen, dass du sagst: Ja, am Sonntagsgottesdienst, da soll es sein, aber sonst nicht? Ich sage dir, er überrascht dich überall in deinem Leben. Er geht mit dir. Er geht mit dir zum Einkaufen oder was auch immer, Autowaschen und so weiter. Er ist dir ganz, ganz nahe. Lass dich von Gott überraschen. Und was mir so gefällt, die Gunst, wenn man auf einmal merkt: Boah, ich habe jetzt irgendwie was bekommen oder einen Einfall, wo ich Zeit spare, oder jemand hat eine Idee, der mir gerade hilft, was mir wieder Zeit spart. So eine Gunst. Gott möchte dich überraschen. Der ferne Gott ist dir so nahe. Danke, Herr. Lass uns damit experimentieren, Herr, und eine Freude haben. Herr, wenn du uns mit deiner Nähe überrascht, wo du da bist, und Herr, ich danke dir dafür. Lass uns noch viele, viele so Überraschungen erleben, Herr. Herr, danke, Herr, dass du möchtest, dass es uns gut geht. Amen. Amen. Gott erhört Gebet. Und zwei Gebetsanliegen hat diese Frau. Sie schreibt: Bitte um Gebet für meine Mutter, die so viel Schmerzen hat. Abgenutzte Gelenke, Knie, Hüften, und wenn sie in der Nacht aufs WC geht, kann sie nicht alleine zurück ins Bett. Bitte betet für sie, dass ihr Jesus die Gesundheit zurückgibt. Ich bete auch für meinen Mann, der vor 4 Jahren eine sehr schwere OP gehabt hat. Seit der OP leidet er an Polyneuropathie, Durchfall und Schmerzen am Brustkorb. Danke für Ihre Gebete. Und Jesus, du kennst diese beiden Menschen, und ich danke dir, dass du diese Frau berührst und sie vollkommen gesund machst. Danke, Jesus, dass du alle Gelenke, alle Hüften und Knie und überall da, wo Schmerzen sind, dass du das berührst und dass du die Ursache beseitigst von dieser Krankheit. Danke, Jesus, dass in dir Heilung ist und dass wir dir das einfach hinlegen dürfen und dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom fließt. Und auch über den Mann, Jesus, der die Polyneuropathie hat, Durchfall, Schmerzen und was auch immer. Danke, Jesus, du kennst ihn und du weißt genau, wo die Ursache ist und was ihm fehlt. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du deine segnenden Hände jetzt auf ihn legst und dass dein Heilungsstrom fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns diese Bitte um Gebet. Ich bitte um Gebet für meine Beine, habe Verdacht auf Restless-Legs-Syndrom und meine Blutwerte sind nicht in Ordnung. Deswegen muss ich zum Hämatologen. Vielen Dank für das Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst, die so Probleme hat mit ihren Beinen. Und ich danke dir, dass diese Nerven wieder zur Ruhe kommen, dass diese Nerven geheilt sind und dass sie wieder normal funktionieren. Danke, Jesus. Danke, du bist der Herr auch über dem Blut, dass ihr Blut wieder in Ordnung kommt und dass es stimmt. Danke, Jesus, dass du die Werte wieder in die göttliche Schöpfungsordnung bringst. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom fließt durch ihren Körper. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Wir tun das gerne und die Infos sind eingeblendet. Und wegen der Ferien ist heute das Telefon nicht besetzt. Ein Mann schreibt uns ein Gebetsanliegen für seinen Vater. Bitte betet für meinen Papa. Er liegt im künstlichen Koma. Bitte, lieber Gott, hilf meinem Papa, wieder aufzustehen und gesund zu werden. Ja, danke, Herr, dass wir genau diese Bitte weitergeben dürfen. Herr, dass dieser Papa wieder zu sich kommt und Herr, dass alles wieder richtig funktioniert und normal funktioniert und auch das Gehirn richtig funktioniert. Danke, Herr, dass wir ein Ende, Herr, dieses Komas befehlen dürfen in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir, Herr, dass du das Wunder tust. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Eine Frau schreibt: Hallo ihr Lieben, ich bitte um Gebet für mich. Habe seit langer Zeit Schmerzen, wenn ich sitze. Keiner konnte mir bisher sagen, durch was sie ausgelöst werden. Vielen Dank. Ja, Herr, keiner kann's, du kannst es. Und ich danke dir dafür, Herr, dass nicht so wichtig ist, wie das Ganze heißt und was es ist, sondern dass der Schmerz weggeht. Und Herr, danke, Herr, dass wir auch in deinem Namen diesem Schmerz gebieten, dass er weicht. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir in deinen Wunden heil sein dürfen. Und Herr, auch das Unmögliche, wo keiner erklären kann. Danke, du hast eine Lösung. Und danke, Herr, für die Schmerzfreiheit. Herr, lass diese Person das erleben. Danke, Herr. Amen. Amen. 4 Gebetserhörungen haben wir heute ausgesucht, um euch zu ermutigen. Und aus Bayern schreibt uns eine Frau Folgendes. Euer mutmachender Brief hat zusammen mit einer alten Kassette vom 15.11.97 ein großes Wunder vollbracht. Ein gebrochener Rest eines Gallensteines blieb bei einer Kolik im Gallenkanal nahe dem Zwölffingerdarm stecken und hätte bei der OP Schwierigkeiten gemacht. Mächtig vielen Dank an Jesus, der den Gallenkanal wieder durchgängig gemacht hat und diese 8 Tage vor der Operation. Es musste nur noch die Gallenblase samt Riesenstein entfernt werden. Wie wunderbar ist das doch. Und eine Frau vom Bodensee schreibt uns von Gottes Wunder in ihrer Familie. 1982 kamen wir zum Glauben. Seit dieser Zeit haben wir in unserer Familie immer wieder große und kleine Wunder erlebt. Eines davon war, mein Mann bekam einen Herzinfarkt, hatte danach schlimme Probleme und wurde immer wieder mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. In meiner Angst rief ich zu Gott und er erhörte mich. Eine Schwester riet mir, ihre Telefonandacht zu hören. Und gleich sagten sie, es wird sich deinem Haus kein Unheil nahen und der Krankenwagen wird nicht mehr kommen. Das war vor 8 Jahren. Gott ist einzigartig. Es kam seither kein Krankenwagen mehr und meinem Mann geht es gut. Lob und Ehre unserem Heiland und großen Dank für ihre Hilfe. Ist das nicht wunderbar, was Gott für Wege hat und wie er eingreift? Und ich kann mich gut erinnern an dieses Gebetsanliegen, für das wir hier in der Sendung gebetet haben. Und nun kam dieses Zeugnis. Ich habe ein großes Zeugnis. Mein Jugendpastor kann wieder ohne Geräte atmen. Er lag lange im Koma. Seine Lungen sind vollkommen geheilt. Es geht bergauf. Er lernt laufen und alles verbessert sich. Danke, Jesus, und danke für alle Gebete. Das ist wirklich Eingreifen Gottes. Und ein letztes noch, Gott befreit von Lasten, wie diese Frau schreibt. Ich möchte mich für die letzte Ermutigung der Woche bedanken. Ich habe zu Gott gebetet, dass er mich und unsere ganze Verwandtschaft von dem Fluch des Gesetzes befreit. Er hat es getan. Ich wurde verändert. Ich trage keine Last mehr. Ebenso wurde ich von meinen Wutausbrüchen befreit, die ich seit meiner Kindheit hatte und die mir viel im Leben geschadet haben. Danke Jesus und euch. Danke auch für die wunderbare Sendung Gebet für dich live. Ja, und Gott verändert Leben. Das waren wieder Geschichten direkt aus dem Leben. Und das gefällt mir so. Wenn Gebetsanliegen reinkommen und wir können dann auch verkünden, wie Gott eingegriffen hat. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, Jesus überrascht mit seiner Nähe. Lass dich heute mal überraschen. Schreib dir mal heute alles auf, wo dich Jesus überrascht hat. Das kann sowas von was Natürlichem sein. Das muss nicht irgendwo mit einem Schweif oder mit einem goldenen Wagen oder sonst irgendwas sein. Nein, lass dich heute wirklich von Jesus überraschen. In deinem Alltag. Lass ihn dir ganz nahe sein. Ja, wie wunderbar. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne schicken. Wir beten für dich. Die Infos sind eingeblendet. Das Telefon ist heute wegen den Ferien nicht besetzt. Ja, es ist Ferienzeit. Wunderbarer Sommer. Und ich hoffe, ihr erholt euch auch recht gut oder seid schon wieder zurück. Wir haben in dieser Zeit nur mittwochs Hoffnung um 12 und sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Wenn du zwischendrin etwas sehen möchtest, auf YouTube gibt es viele, viele Sendungen, die du anschauen kannst, oder abonniere Ermutigung der Woche auf unserer Webseite. Dann bekommst du jeden Montag eine Ermutigung in dein E-Mail-Postfach. Ja, wir verabschieden uns nun und wünschen dir alles Gute und eine gesegnete Sommerzeit. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.